Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 2. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor, denn wir würden gerne Christoph einen Antrag machen. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, oder ob er einfach sagt, nö, will ich nicht. Es wäre sehr, sehr traurig. Aber ich hoffe einfach, dass er einfach ja sagt. Das wäre toll. Mal gucken, ob wir das direkt heute machen oder erst morgen. Wie sieht es denn arbeitstechnisch aus? Morgen wären wir nämlich sogar zu Hause, weil wir da frei haben. Das wäre vielleicht gut. Wir können ihn ja heute trotzdem vielleicht mal besuchen oder so. We will see. Da ist die gute, ja. Wow! Romy wurde befördert. Du nimmst an einem Sanitär... blablabla teil. Romy muss ab sofort von 20 bis 2 Uhr arbeiten. Ach du Scheiße. Romy hat heute 385 verdient und erhält einen Bonus von 770. Cool. Sie braucht immer noch keine Freunde als Dings. Aber sie braucht jetzt Logikfähigkeit und Sauberkeit weiterhin. Deswegen haben wir morgen jetzt auch nicht frei. Nyeh. Aber wir haben ja den ganzen Tag theoretisch Zeit, ne? Aber ja, wir müssen halt mal schauen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd tatsächlich, dass wir dann, ja, jetzt halt so ein bisschen was anderes hier noch machen müssen. Aber ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal länger nicht befördert werden können, weil das immer ein bisschen dauert mit den Fähigkeiten in diesem Spiel. Aber sie freut sich voll. Süß. Ich meine, bei so einer Beförderung kann man sich auch schon mal freuen. Ich meine, Sanitäterin ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Nur die Arbeitszeiten sind jetzt schon ganz schön eklig. Not gonna lie. Er chillt hier draußen, unser Boyfriend. Deswegen Antrag. Übertreibt man nicht, ne? Also wir können ja mal kurz so einen Handkuss geben. Oh, die machen eine Kissenschlacht. Läuft bei euch, Leute. Sie ist einfach Angst, dass Christoph stirbt. Das ist... Oh. Ach man. Das wird ja hoffentlich nicht passieren. Oh, er geht anscheinend gerade. Ach man, oh. Warum geht er immer genau dann, wenn wir hier irgendwas mit ihm unternehmen wollen? Egal, dann machen wir das auf jeden Fall morgen, was wir da vorhaben. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, dass dieses Kreuzworträtsel lösen auch Logikfähigkeit bringt. Deswegen könnte man das ja versuchen, dass das zumindest schon ein bisschen erhöht. Ich gehe zumindest davon aus, dass das Logik ist, aber wir werden es ja dann sehen. Außerdem macht ihr das Spaß und gibt ihr Komfort. Ist doch nicht schlecht. Wie, als ob sie jetzt dann heute nochmal arbeiten muss. Oh mein Gott. Naja, dann ist dem halt so. Kampf beobachten. Vielleicht solltest du das nicht tun. Warum kämpfen die eigentlich jeden Tag? Ich glaube, die hassen sich echt. Die kämpfen schon wieder. Oh mein Gott, hört auf. Warum hassen die sich so sehr? Telefon klingelt. Gehen wir mal kurz ran. Adelheid Gonzaga. Hm. Wir müssen jetzt zur Arbeit. Anscheinend. Obwohl wir heute schon gearbeitet haben. Das ist ein bisschen blödi. Aber wir haben anscheinend keine Wahl. Dass sie jetzt sehr müde ist, kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, ich lasse sie auch einfach schlafen. Schneeballschlacht machen, wie süß. Aber hier scheint gar kein Schnee zu liegen in der Nachbarschaft. Wahrscheinlich ist es in Belladonna Bucht zu warm. Guten Morgen, guten Morgen. Sie möchte ein Müsli essen zum Frühstück. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Miete ist fällig. Ja, klar. Kein Ding. Sollte ja alles im Rahmen sein. 1238. Naja. Was für ein Meisterkoch. Yay, wir haben einen neuen Kochpunkt verdient. Sie hat gerade irgendwie nicht so viel Fun in ihrem Leben, ne? Genau, dann iss mal und dann bitten wir um ein Date. Genau. Sie und ihre Paarberatung. Kann sie mal aufhören? Ich weiß A, nicht wie es geht und B, was will sie damit? Wir bitten natürlich Christoph um ein Date. Er ist der Anrufbeantworter. Ich bin leider momentan nicht zu Hause. Verdammt. er ist hier. Dann fragen wir ihn halt direkt nach einem Date. Oh, wie süß. Sie kommt so zu ihm nah und freut sich direkt. Maus, ey. Was ist jetzt schon wieder seine Mission? Ach, er bezahlt die Rechnung. Naja, das ist in Ordnung. Das finde ich sehr gut, dass er das tut. Okay, wir sind auf einem Date. Was wollen die so? Stehblues tanzen, mit ihm unterhalten, mit ihm essen gehen. Kann man denn einfach gemeinsam so weg? Also Stehblues können die auf jeden Fall machen. Und dann gucken wir mal, ob das klappt mit dem einfach zu einem Gemeinschaftsgrundstück. Ist auf jeden Fall süß mit den beiden hier. Das war aber eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Oh, mit ihm sprechen, unterhalten, mit ihm spielen. Süß. Die sind aber schon krass in Love, ne? Also schon cute. Außerdem macht ihr das auch fun. Ist doch auch gut. Okay, reicht dann jetzt auch. Weil so viel Zeit haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Und wir wollen das ja schon noch irgendwie in diesem Date machen, denke ich, hoffe ich. Romy und Christoph, genau. Kaffeebar klingt doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wir gehen dahin. Dieses Bild. Okay, wir sind angekommen. Sieht ja schön hier aus. Was möchte sie? Mit ihm rumschmusen, den Rücken kraulen, mit ihm flirten.
Das können wir auf jeden Fall machen. Und dann können wir nicht zusammen irgendwie reingehen oder so? Wir können ja einen Kaffee für Christoph kaufen. Oh, die sind sehr, 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 sehr happy gerade. Techtelmechteln? Was? Aber wenn die jetzt so down miteinander sind, wäre es vielleicht schlau, jetzt den Antrag zu machen? Ich würde sagen, ja. Dann gehen die zumindest schon beide rein. Das ist supi. Ah, wir haben jetzt auch mehr Zeit, weil das bisher so gut läuft. Okay, ich glaube, es ist jetzt soweit. Warum zittert er so? Warum ist das so laut? Hilfe! 2.0. Er sagt ja! Oh, ihr Mausis! Okay, aber ihr könnt mir nicht sagen, dass die beiden nicht unheimlich süß sind. Warum auch immer er so zittert. Oh, sie wünscht sich jetzt auch schon, ihn zu heiraten. Wie süß. Dann können die beiden ja nach Hause gehen. Und dann könnten die ja Dinge miteinander tun. Dann muss sie aber noch schnell das Bett machen. Telefon klingelt, aber I don't care. Dann muss sie entspannen. Dann müssen wir ihn einladen oder so dazu, ne? Er snackt sich erstmal unser Geld. Christoph bitten, mitzumachen. Na komm, please. Okay, er kommt. Okay, er ist noch nicht richtig drauf anscheinend. So, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kuscheln und dann können wir uns küssen. Da können wir nochmal ein bisschen rumschmusen und dann gönnt euch. Ja, I love it. Ich hoffe, dass er ready dafür ist. Oh. Kaschmir, ja. Hui. Sims 2 in der Nutshell einfach. Allererstes Techtelmechtel gehabt. Süß. Obviously machen wir natürlich daraus eine Feier und so, ne? Aber, oh, I love you. No. Vielleicht kann sie ja Spaghetti servieren für die beiden, so. Das sind seine Mission. Aber sie sieht so gut aus in ihrer Unterwäsche. I love it. Die Fahrgemeinschaft, nein. Christoph stinkt, das ist ihre Sorge. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. No. Ihr Mäusis. Setzt er sich auch? Ah, jetzt setzt er sich, glaube ich. Bisschen spät, aber ist jetzt auch egal. Fahrgemeinschaft, whoop. Ich hätte nie gedacht, dass ein Date so wunderbar sein könnte. Es ist einfach fantastisch, mit dir zusammen zu sein. Wir müssen es unbedingt wiedersehen, Baby. Süß. Einfach 5000 Lebenszeitpunkte, Alter. Heavy. Aber wir sehen uns definitiv wieder. Der Stuhl ist im Weg. Verdammt. Dann knutscht euch nochmal kurz und dann geht's ab zur Arbeit. Sie ist so happy. Oh, I love it. Nein, da sind die Spaghetti und so alle verdorben, leider. Schön alles putzen, damit wir eventuell einen weiteren Punkt bekommen können. Sauberkeitspunkt. Wäre praktisch. Weil ich meine, früher oder später wollen wir ja auch ein Kind und da braucht man ja schon ein bisschen Geld. Ich meine, erstmal müssen wir auch Geld für die Hochzeit haben, I guess. Ich google gerade, wie man eine Hochzeitsfeier macht, aber anscheinend muss man irgendwie erst den Sim einladen und dann geht das irgendwie erst. Und keine Ahnung, ich finde das bestimmt noch heraus. Da sind schon wieder irgendwelche Postsachen. Ein Coupon für eine freie Mahlzeit für dich und deine Gäste in einem eleganten Restaurant deiner Wahl. Downtown-Restaurant-Coupon. Vielleicht kann man dann ja auch feiern? I don't know. Hi, wer bist du denn? Pünktchen. Hi. Look at you. Pünktchen kommt direkt zu uns rein. Oh, Möbel zerstören gibt's aber nicht. Süßi. Ich habe ja schon 34.000 Punkte, hör mal. Erstmal die Liebeswanne kaufen. Weil wir so viel Platz haben und so. Ich kann mir einfach dieses teuerste kaufen. Was zur Hölle? Okay, unser Vermieter möchte, dass wir ab und zu mal quatschen. Christoph ist zu Hause, cool. Er schaut mich an. Hi. Wir waren doch gerade drin. Warum kann ich mit ihm nicht interagieren? Irgendwas ist doch da verbuggt, oder? Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Die Fahrgemeinschaft kommt bald schon wieder. Mensch, ey. Ich weiß gar nicht, wie genau wir jetzt weiter verfahren wollen. Also wollen wir direkt im nächsten Part heiraten oder wollen wir ihn erst einziehen lassen oder soll er erst nach der Hochzeit einziehen? Und was machen wir sonst nächsten Part? Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich offen für, denn alles, was jetzt in Zukunft kommt, ist eigentlich ziemlich cool. Deswegen könnte ich ja einfach euch entscheiden lassen. Ja, und die Gute geht jetzt auch schon zur Arbeit. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!